herzlich willkommen bei MainTower. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderschönes Wochenende. Wir starten spannend in diese Woche mit diesen Themen hier. Social Media für Jung und Alt, sogenannte Grandfluencer. Die begeistern mit Lebensfreude und Lebenserfahrung tausende Follower. 2 Monate lang im Bett liegen. Weltraumforschende suchen Probanden für ein sehr extremes Experiment. Und Maikäfer in Südhessen. Die Insekten sind in diesem Jahr besonders früh unterwegs. Wer glaubt, Influencer sind immer jung und was die machen, das interessiert sowieso nur die Jungen, der irrt sich gewaltig. Wir werden alle immer älter und so gibt es auch immer mehr Grandfluencer oder auch Silver-Influencer. Die New Grays, also die neuen Grauen, die sind auf dem Vormarsch, muss man sagen. Die mögen im Moment noch in der Minderheit sein, aber sie werden sichtbarer, lauter und wirklich selbstbewusster. Okay, this time I knew it was going. Gray hair and tattoos. My name is Lonnie. I'm so excited. I am going to show you fashion. I'm going to show you fun. Eine knapp 60-Jährige präsentiert Millionen Followern auf TikTok unter anderem ihre Tattoos. Looks like this. Eine andere Seniorin veröffentlicht Clips über Schuhe, Mode, aber auch Zumba-Kurse. Die Old Gays möchten mit altersbedingten Stereotypen aufräumen. Wir sind alte Schwule. Wir haben das Schwulsein erfunden. Wir sind alte Schwule, wir sagen nicht, wie es ist, wir sagen, wie es war. Wir sind alte Schwule, wir müssen aufs Klo gehen, ziemlich oft. Seniorinnen und Senioren erobern die sozialen Netzwerke als Influencer. Ich finde das super cool, dass auch ältere Menschen nicht nur bei Social Media kommentieren, sondern teilweise jetzt auch wirklich Videos drehen und hochladen. Und ich schaue mir das total gerne an. Und wenn man sich auch die Aufrufzahlen anguckt, dann bin ich nicht die einzige Person, die sich das gerne anguckt, sondern es sind teilweise tausende Menschen, millionenfach werden Videos angeklickt. Und ich kann das schon verstehen, warum. Da gibt's zum Beispiel Günther Krabbenhöft. Er gilt mit seinen 79 Jahren als ältester Hipster Berlins. Der bekannte Influencer fällt insbesondere durch sein außergewöhnliches Styling auf. So, heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick an, setzen Hut auf, die Rolex tickt, man sehe ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Dieses Klischee, was man hat, dass ältere Menschen eben zu Hause sitzen, Tee trinken und im Garten arbeiten, die Realität sieht aber anders aus. Die sind cool, die sind fit, die sind unterwegs, die ziehen sich auch gerne modern an. Und warum sollen sie es nicht mit der Welt teilen? Es geht aber nicht nur ums Optische, sondern auch um Wissensvermittlung. Von der Lebenserfahrung der Älteren können jüngere Userinnen und User profitieren. Historisches Wissen teilt zum Beispiel Klaus Wilbrandt in seinem Antiquariat. Andere geben Tipps für die Gartenarbeit, wie man Dinge repariert, statt gleich neu kauft. Oder sie teilen Rezepte, so wie Grandfluencerin Marion. Macht man jetzt auch noch einen Sperrip rein? Wasser? Vielleicht steckt auch bei dem einen oder anderen ein professionelles Team dahinter, vielleicht auch der Enkel oder die Enkelin. Aber grundsätzlich muss man ja auch wirklich sagen, nur weil jemand jetzt etwas älter ist, heißt es ja nicht, dass er nicht Social Media affin ist. Man kann sich das alles heutzutage beibringen über YouTube-Videos und dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Wer ganz neu einsteigen möchte, sollte sich aber auch über die Kehrseiten von Social Media bewusst sein. Ich glaube, gerade so zu Beginn unterschätzt man vielleicht die Community. Und Social Media ist halt eben nicht nur Sonnenschein und alles ist gut, sondern es gibt eben auch negative Kommentare. Es kann auch mal einen Shitstorm geben. Man muss mit Kritik umgehen. Und für jemanden, der neu da unterwegs ist und sich selber präsentiert, sowas zu lesen, kann zu Beginn ziemlich hart sein. Da braucht man ein dickes Fell und das baut man sich erst mit der Zeit auf. Seniorinnen und Senioren wollen und sollen mehr in der Social-Media-Welt mitmischen. Das sei schließlich ein Mehrwert für alle. Es trägt zur Vielfalt bei. Social Media ist so ein verrücktes Feld. Wir haben so viele coole Videos. Und wenn da auch ältere Menschen aktiv Videos hochladen, ey, ist doch mega cool. Was wollen wir mehr? Und diese Berlinerin möchten wir Ihnen als krönenden Abschluss heute auf keinen Fall vorenthalten. DJ Oma Vika. Sie legt mit über 80 Jahren noch immer auf und geht damit nicht nur auf Social Media richtig ab. Fange ich gleich an mit zu grooven hier. Als ich klein war, da kannte ich ehrlich gesagt Maikäfer nur aus Schokolade. Denn damals bekam man die dicken braunen Brummer ganz selten nur zu sehen. Aber das ist natürlich lange her. Inzwischen sieht man sie wieder öfter, sogar jetzt schon. Und wir haben noch nicht mal Mai. Warum das so ist und jede Menge faszinierende Fakten rund um den dicken Käfer hat jetzt Markus Werner für Sie. Sein Name ist normalerweise Programm, der Maikäfer.
Kaum erwachen Gärten und Wälder aus dem Winterschlaf, sind die Brummer da. Auferstanden aus dem Boden und dem frischen Grün zugewandt. Doch Moment, es ist erst April. Warum ist der Maikäfer denn jetzt schon da? Also es ist viel früher warm draußen. Wir haben wenig Frost gehabt im Winter. Alles ist schon 3-4 Wochen weiter. Die ganze Vegetation ist weiter. Also das, was der erwachsene Maikäfer gerne frisst, nämlich die Blätter an den Bäumen, die sind auch schon in voller Entwicklung da. Von daher hat sich alles in diesem Jahr schon deutlich früher gezeigt und damit auch der Maikäfer. 4 Jahre reifen die Engerlinge unter der Erde zum Maikäfer heran. Und in dieser Zeit ist viel Fressen angesagt. Im ersten Jahr fressen die Larven Wurzeln von Gräsern und Kräutern. Vom 2. bis 4. Jahr machen sie sich über die Wurzeln junger Bäume her. Später kommen die Blätter dran. Wie schlimm wird es wohl dieses Jahr werden? Maikäferentwicklungen sind regional sehr stark begrenzt. Also es gibt Bereiche, in denen in einem Jahr sich sehr viele Maikäfer entwickeln. Und in anderen Jahren sind sie dann eher etwas verhaltener und seltener zu sehen. Also von daher, ja, es kann sein, dass wir einzelne Bereiche auch in Hessen haben werden, in denen sich der Feld- und auch der Waldmaikäfer entsprechend entwickeln werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass große Bereiche Hessens davon verschont bleiben werden in diesem Jahr. Man unterscheidet zwischen Feld- und Waldmaikäfer. Ein Weibchen kann bis zu 100 Eier legen und der 4-jährige Zyklus beginnt von neuem. Doch was kann man gegen Engerlinge und Maikäfer machen? Essen zum Beispiel. Vor rund 100 Jahren wurden die Maikäfer, laut Fuldaer Zeitung, zum Studentenfutter erklärt. Unsere Studenten essen die Maikäfer ganz roh, ganz wie sie sind und nicht wenige ohne den geringsten Nachteil. Und weiter? In vielen Konditoreien sind sie verzuckert zu haben und man isst sie kandiert in Tafeln zum Nachtisch. Im Mittelalter gab es wohl auch Gerichtsverhandlungen, die man gegen Maikäfer abhielt. Die Tiere mussten innerhalb von 3 Tagen ein mit Tafeln gekennzeichnetes Gebiet verlassen. Ansonsten waren sie vogelfrei. Apropos vogelfrei, Vögel und auch Fledermäuse lieben Maikäfer. Also langfristig und unter natürlichen Bedingungen argumentiert ist der Maikäfer kein Schädling, im Gegenteil. Er ist sogar eine sehr wichtige Eiweißquelle im Boden als Nahrung für andere Insekten oder für Vögel oder für Wildschweine oder für Dachse, solange sie noch als Engerlinge im Boden sind. Später als Käfer für Vögel, für Fledermäuse. Also viele Tierarten nehmen den Maikäfer gerne auch als hocheiweißhaltige Nahrung zu sich. Doch was tun gegen die Eindringlinge im Garten? Knoblauch und Geranien mögen die Engerlinge ebenso wenig wie den Rittersporn. Den Garten leer fressen werden die Maikäfer aber wohl nicht. In einem gut sortierten Garten mit großem Artenreichtum an Pflanzen wird er keinen Schaden anrichten können. Maikäfer sind ein wichtiger Teil des Ökosystems und müssen nicht bekämpft werden. Auch wenn die 6 Beine mit den kleinen Widerhaken auf der Haut doch etwas irritierend sind. Ich glaube, ich bleibe bei dem aus Schokolade. Jetzt kommen wir zu einem sehr besonderen Job. Und eine spezielle Ausbildung oder Qualifikation braucht man dafür eigentlich nicht. Also man sollte vielleicht besonders faul sein, könnte ich mir vorstellen. Denn man muss 60 Tage im Bett liegen. Also nicht sitzen, nicht aufstehen, nur liegen und alles im Bett machen. Alles im Dienste der Wissenschaft, versteht sich. Das Weltall, unendliche Weiten und Schwerelosigkeit. Die macht den Astronauten ordentlich zu schaffen. Muskeln nehmen ab, Gleichgewichtssinn ist verwirrt, Herz-Kreislauf-System verändert sich, um nur ein paar Dinge zu nennen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sucht Testpersonen, um Gegenmaßnahmen zu den Folgen von Schwerelosigkeit zu erforschen. Und zwar auf der Erde, in einer Studie auf begrenztem Raum, sehr begrenztem Raum, in einer sogenannten Bettruhestudie für 60 Tage. 60 Tage nur liegen, klingt doch irgendwie ganz entspannt, oder? Zwar im Bett, aber sie dürfen sich nicht aufsetzen, sie dürfen sich nicht hinknien, geschweige denn das Bett verlassen. Sie müssen alles im Bett machen. Essen, trinken, waschen, Toilette. Ich frage mal die Menschen hier in Frankfurt, ob sie das machen würden. Nein. Nee. Ich würde es nicht machen. Warum nicht? Das ist mir. Ich brauche meine Routine, ich brauche meine Bewegung. Nee. Das ist mir zu viel und zu lang. Auf gar keinen Fall. Nee. Keine Chance. Nee, auf keinen Fall. Nee. Überhaupt nichts für mich. Könnte ich nicht, zu aktiv. Nee, nein, kein Fall.
Nee, viel zu mobil. Bettruhestudien sind keine Weltneuheit, aber wichtig für die Raumfahrt. Denn Astronauten müssen auch bei längeren Aufenthalten im All immer funktionieren. Entsprechend ist die Herausforderung für die Probanden, sagt uns Dr. Stefan Möstli, der stellvertretende Leiter der Studie. Also man darf wirklich nicht aufstehen, man darf sich auch nicht auf die Bettkante setzen oder sowas. Es muss immer eine Schulter die Matratze berühren. Das ist die goldene Regel. Das ist sozusagen das, ist das Modell der Bettruhe und es darf kein Kopfkissen verwendet werden. Darüber hinaus nimmt dann ein Teil der Probanden nimmt dann an dieser sogenannten Gegenmaßnahme teil. Das ist einmal so ein Krafttraining, was man im Liegen macht. Das ist auch ein Ausdauertraining, Fahrradfahren im Liegen. Das ist eine Elektromuskelstimulation. Das heißt, es sind so Elektroden, die man auf die Haut klebt, dann wird die Muskulatur stimuliert. Ungewohnt für die Probanden, die Kopftieflage. Eine 6%ige Neigung lässt Körperflüssigkeiten Richtung Kopf fließen. Also es ist vor allem der Anfang der Bettruhe ist eine Herausforderung. Da muss der Körper sich auf diese neue Situation erstmal einstellen. In den ersten, ich sag mal, 2, 3, 4 Tagen, da haben die Probanden Rückenschmerzen, sie haben Kopfschmerzen. Auch das Verdauungssystem muss sich ein bisschen an die neue Situation gewöhnen. Aber das geht vorbei. Spätestens nach 3 oder 4 Tagen hat man sich dann daran adaptiert und dann ist das für den Körper das neue Normal, diese Kopftieflage. Man spürt auch diese Kopftieflage nicht mehr. Die Probanden, für die fühlt sich das so an, als wäre das Bett flach. Der Aufenthalt in der Forschungsanlage des DLR in Köln dauert insgesamt 88 Tage, inklusive Vorbereitung und einer 2-wöchigen Reha nach der Bettruhe. Zahlreiche Experimente werden gemacht, mit Fokus auf der Muskulatur. 60 Tage alles im Bett machen müssen. Es gibt aber auch Geld für die Teilnahme an der Studie, 18.000 Euro. Das ändert manche Meinungen bei unserer Straßenumfrage. 18.000 Euro? Ja, man hat ja alles so, jeder hat so seinen Preis, ne? Also ich würde es machen. Könnte man reden, ne? Ich würde es machen. Könnte man reden, ja. 18.000 Euro für 60 Tage? Das ist eine gute Frage, ja. Das sind 2 Monate, gell? Also insgesamt sind sie 88 Tage weg. Okay. Könnte man drüber nachdenken? Kann ich Fernsehen gucken und daddeln auf dem iPhone und so? Vielleicht auch dann nicht. Ja, also wenn ja, dann ja. Gute Nachrichten für Interessierte, man darf sogar richtig viel. Wenn keine Experimente stattfinden, dann kann man immer sozusagen Bescheid sagen, ich würde gerne irgendwie mich mit einem anderen Probanden treffen, sozusagen, dann kann man die Betten zusammenschieben, dann kann man miteinander quatschen, die Leute können auch zu 5 oder zu 6 im Wohnzimmer zusammen Fernsehen schauen oder Filme schauen, also das ist alles möglich. Und ansonsten kann man halt in seinem Zimmer oder während man in seinem Bett liegt, eigentlich allen Tätigkeiten nachgehen, die man zu Hause auch so macht, wenn man halt Freizeit hat. In Zeiten ohne Experimente wäre sogar Arbeiten möglich, quasi wie Homeoffice. Die DLR sucht gesunde Menschen zwischen 24 und 55 Jahren mit normalem Körpergewicht, durchschnittlicher Fitness und guten Deutschkenntnissen. Bewerbungen für die erste Studienkampagne im Herbst dieses Jahres sind noch möglich, ebenso für die zweite im Frühjahr 2025. Wichtig ist uns, dass die Leute, wenn die sich bewerben, dass sie das jetzt nicht nur machen wegen des Geldes, sondern dass man einfach selber ein Interesse an Wissenschaft hat, an Forschung hat, dass man so ein bisschen so einen Entdeckergeist in sich hat, mal was Neues auszuprobieren, den Horizont zu erweitern. Im Bett liegen für die Wissenschaft, eine Herausforderung über 60 Tage, aber eine Erfahrung fürs Leben. Da bin ich immer gespannt, wie viel sich da bewerben. Bestimmt eine Menge. So, jetzt apropos eine Menge. Ne? Also knapp 500.000 Menschen, die streamen im Moment ihre Musik im Monat. Und über 100.000 folgen ihr auf TikTok. Also man kann es eigentlich nicht anders sagen. Madeline Juno, die trifft mit ihrer Musik einen Nerv. 6 Alben hat die junge Frau aus dem Schwarzwald schon rausgebracht. Eins ist schöner als das andere. Und wahrscheinlich ist sie deshalb so erfolgreich, weil sie so authentisch ist. Sie ist total echt und ihre Fans, die lieben das an ihr. Da ist ganz viel Gefühl und wenig Show. Jetzt ist sie gerade auf Tour und gestern war sie in Frankfurt. Er ist zufällig in der Gegend. Wenn wir uns heute wiedersehen, ich hätte da bessere Ideen. Madeline Juno. Die Sängerin begeistert vor allem jüngere Fans. Bereits Stunden vor dem Einlass warten sie vor dem Zoom in Frankfurt ungeduldig auf ihre Maddie. Ich finde es sehr schön, dass vor allem unschöne Gefühle sehr ästhetisch dargestellt werden und dass man sich dann auch irgendwie ein bisschen mit diesen Gefühlen wohlfühlen kann und sich dementsprechend auch nicht so alleine fühlt, wenn man ähnliche Emotionen hat.
dadurch, dass meine Freundin gerne auf Konzerte geht, begleite ich sie gerne, auch freiwillig. Einfach die Kulisse, so das Drumherum, das nimmt mich halt mit. Ist halt was anderes als über Spotify oder im Auto und auch für die Künstler mal live zu sehen. Dementsprechend bin ich so ein positiver Mitgänger. Naja, die Musik ist richtig schön emotional und keine Ahnung, man kann das gut nachvollziehen, was sie singt und deswegen. Ihr neues Album Nur zu Besuch ist bereits das 6. Studioalbum der erst 28 Jahre alten Sängerin. Maddie kommt aus einer musikalischen Familie. Mama spielt Klavier, Vater Schlagzeug. Vor rund 10 Jahren entscheidet sich Maddie, Musik ist kein Hobby für mich, sondern ein Beruf. Als es bei mir dann so weit war und ich da so reingestolpert bin im wahrsten Sinne des Wortes, war auf jeden Fall schon viel Skepsis da. Aber es wurde mir jetzt nicht explizit davon abgeraten. Die waren nur, meine Eltern waren natürlich sehr vorsichtig, sehr ungläubig, dass das wirklich passieren kann, passieren soll für ihre so junge Tochter. Aber wir sind da irgendwie ganz gut reingewachsen, so über meine Jugend. Jetzt mache ich es immer noch. Allein am gestrigen Abend kommen über 1000 Fans. Manche nehmen stundenlange Anfahrten in Kauf. Warum kommen heute Abend jetzt irgendwie 1000 Leute? Warum habe ich das verdient? Aber irgendwie Marie, die in Hintertupfingen irgendwie auch genauso gute Songs schreiben, warum ist sie da noch nicht? Und ne, also solche Sachen sind zum Beispiel auch immer noch, das habe ich immer noch. Also ich habe immer noch Abende, in denen ich, ich weiß natürlich, ich mache das nicht seit gestern, ich mache das jetzt 10 Jahre, ich habe mir das hart erarbeitet, aber trotzdem muss man mit Erfolg und einem Job wie diesem halt einfach mit irgendwie mit einem wachen Kopf umgehen. Doch ihr Aufstieg hat viele Hürden. Im Teenageralter leidet Maddie unter Essstörungen. Psychische Probleme, Panikattacken und Depressionen werden zu ständigen Begleitern. Ich bin sehr stolz darüber, in Therapie zu sein. Es macht immer noch großen Spaß und ich habe unfassbar viel gelernt. Aber so eine Therapie bedeutet für mich persönlich auch immer irgendwie Umstrukturierung. Das ist immer so, man lernt nochmal Dinge kennen, über sich selbst und über sein Leben, vielleicht über seine Kindheit, die man vorher nicht so gesehen hat und ganz anders irgendwie aufarbeitet oder so einfach realisiert. Und es hat viel mit mir gemacht. Also ich habe mich in meinen 20ern extrem weiterentwickelt. Ich bin inzwischen stabil, erzählt die Sängerin und Songwriterin. Momentan tourt sie quer durch Deutschland. Wohin die musikalische Reise geht, das ist Kaffeesatzleserei. Es hat sich so viel verändert und es ist irgendwie kein Jahr wie das davor. Und die Regeln, die 2022 oder 2023 gegolten haben, gelten 2024 nicht mehr. Ich vermisse gerade gar nichts, hab was verlernt, wie das geht. Madeline Juno steht zu ihren Schwächen und vermutlich mögen das ihre Fans. Es ist keine heile Insta-Glitzerwelt, sondern ein steiniger Weg, der zum Erfolg führen kann. Mein Name ist Madeline Juno. Wir haben hier heute im wunderschönen Zoom in Frankfurt gespielt. Es war ganz, ganz, ganz toll. Wer uns aber leider verpasst hat, hat dieses Jahr noch die Chance, uns zu sehen. Und zwar am 30.06. im Kulturzelt Kassel. Bis dahin! Wer Luxusmode liebt, der braucht in erster Linie mal viel Geld. Oder einen guten Draht nach China, denn der Handel mit Fakes, der boomt. Und während man sich früher noch für die Fälschung geschämt hat, wird heute ganz offen drüber gesprochen und manchmal sogar damit angegeben. Es gibt sogar jede Menge Influencer, die offen bei TikTok Werbung für die falschen Designersachen machen. Aber die Frage ist natürlich, ist das erlaubt? Aber wie viel ist dein Outfit wert? Luxus boomt trotz Krise. Designermarken machen Milliardenumsätze. 22.900. Stolze Preise für einen exklusiven Kundenkreis. Ein Skirt und ein T-Shirt. Wie viel hat das gekostet? 2.000. Der Reiz daran ist nicht, dass sie so teuer sind, sondern weil es gute Qualität ist. Und natürlich, die sehen richtig gut aus. Nicht viele können und wollen solche Preise zahlen. Deswegen boomt das Geschäft mit Luxusfälschung. Ist die echt? Ja. Was habe ich fake? Ohrringe. Ohrringe, ja. Tasche keine, nein. Ja. Nee. Doch, ich habe einen Gürtel fake. Y-Kollektiv-Recherchen zeigen, an Designer-Fakes zu kommen, ist nicht schwer. Sie zu tragen anscheinend nicht mehr peinlich. Stolz werden sie in sozialen Medien präsentiert und dort wird diskutiert, welche Händler die bessere Qualität haben. Aber auch Fakes haben stolze Preise. Angeblich alles aus China. Wir wollen wissen, wie so eine Bestellung funktioniert und kaufen dieses Louis Vuitton-Plagiat.
kosten $235 statt über $1000 wie die echte. Die Bezahlmethode ziemlich speziell. Offiziell kaufen wir über PayPal keine Tasche, sondern Ohrringe. 235 Stück, gleichbedeutend für $235. Kann man gegen dieses Fake-Business überhaupt etwas ausrichten? Juristisch gesehen? Antworten suchen wir bei einem Markenanwalt. Stefan Abel vertritt die Luxus-Brand Longchamp. Warum ist es so einfach, an Luxus-Fakes zu gelangen? Wenn wir hier ein Urteil erwirken, ist es in China wenig wert, weil es dort vollstreckt werden muss. Es dauert sehr lange, das muss anerkannt werden. Die Vollstreckung dort geht durch dortige Vollstreckungsbehörden. In der Regel kann man das vergessen. 2 Milliarden Pakete wurden allein 2023 von Händlern aus China in die EU verschickt. Beim Zoll sind da nur noch Stichproben möglich. Und auch unsere Probebestellung, die Louis Vuitton-Tasche, kommt unbemerkt an. Das ist sie. Sogar die Verpackung sieht täuschend echt aus. Ein Wunder, dass sie es bis hierher geschafft hat. Wenn der Zoll sowas rausfischt, ist die Tasche weg und das Geld natürlich auch. Wer als Privatperson Fakes kauft, macht sich nicht strafbar. Wer damit handelt, schon. Doch wie gut ist die Fälschung? Wir sind verabredet mit einer Echtheitsprüferin in einem Auktionshaus und vergleichen sie mit einem Original. Kann man jetzt eigentlich nichts aussetzen? So. Gucken wir uns die mal an. Die ist auf jeden Fall mal schon mal super schwer. Was auch immer wichtig ist, sind natürlich die Nähte. Das können wir uns auch mal angucken. Bei der Originalen sind immer 5, haben die auch schön hingekriegt. Zwei Buchstaben stehen für den Herstellungsort, also SP zum Beispiel Paris. Und dann haben wir hier jetzt die 8. Woche 2021. Gut, aber Sie denken dran, das reinzumachen, ja, ne? Weil Sie wissen, das ist eins der wichtigsten Dinge. Doch die Details entgehen der Expertin nicht. Die Taschen haben unterschiedliche Strukturen. Hier das Original und hier die Fälschung. Das ist ganz anders. Genau. Die Tasche wurde offiziell nicht aus China verschickt, sondern aus Dreieich bei Frankfurt. Hier gibt's viele Fashionhändler, aber die Absenderadresse finden wir nicht auf Anhieb. 46? Wo soll hier eine 900 sein? Das gibt's gar nicht. Bei Google Maps wird die Adresse aber angezeigt. Okay. Aus einer Garage kommt meine Tasche angeblich. Wir klingeln beim zugehörigen Haus. Uns öffnet eine Frau. Sie bestreitet, was mit Fake-Taschen aus China zu tun zu haben, lässt uns sogar in ihre Garage gucken. Keine Fälschung zu sehen. Ein mühsames Unterfangen, auch für die Luxuslabels, die sogar eigene Detektive einsetzen, um Fakes aufzuspüren. Man kann was dagegen machen, wenn sie mal nach Deutschland kommen. Also wenn ein Urteil da ist, kann man gegen die in Deutschland vollstrecken, wenn sie mal auf einer Messe auftreten oder wenn sie eine Niederlassung haben, irgendwann mal eine Niederlassung gründen möchten in Deutschland, dann hat man eine Handhabe dagegen vorzugehen. Das Problem ist, an die Hintermänner und Frauen in China ranzukommen. Der deutschen Wirtschaft entsteht durch Produktpiraterie jedes Jahr ein Schaden um die 60 Milliarden Euro. Aber die Fake-Händler sorgen für Shoppinglaune und die verdrängt moralische Bedenken. So geht die Bestellung von Luxusfakes auch von Hessen weiter, bis irgendwann das ein oder andere Paket vom Zoll ausgefischt wird. Die ganze Doku von Y-Kollektiv, teure Luxusfakes, so funktioniert das Geschäft der Fälscher, gibt's übrigens ab jetzt in der ARD-Mediathek. Und Thomas, bei uns ist nix fake. Hier ist alles echt, sogar der Sturm auf dem Dach. Deshalb stehst du hier bei uns im Studio heute. Und du hast gesagt, das ist erst der Anfang vom ungemütlichen Wetter, oder, dieser Sturm? Ja, aber jetzt geht's natürlich richtig los. Und das ist auch der Grund, warum wir drinstehen. Wer ganz im Westen Hessens ist, der spürt das ja jetzt schon seit geraumer Zeit, dass es ziemlich windig geworden ist. Und das kann schwere Sturmböen geben, also deutlich über 80 Kilometer pro Stunde mit den entsprechenden Schäden. Da können Bäume umfallen. Und das ist dann natürlich auch auf so im Funkhausdach schwierig, deswegen muss man aufpassen und der Sturm wird durchaus auch anhalten bis morgen Abend vermutlich. Und jetzt kann ich auch mal das entsprechende Wetter anbieten, nämlich die nächsten 24 Stunden. Wie sieht das dann optisch aus? Der Regen kommt im Moment ja rein und dann sieht man auch sehr schön, wie der erste Schwall zwar durchgezogen ist und danach gibt es so ein typisches Aprilwetter. Das heißt, da guckt mal die Sonne raus, dann kommen aber die nächsten dicken Schauerwolken und da kann man wieder ordentlich nass werden. Übrigens auf den Bergen fällt Schnee. Es ist so kalt, dass so ab 500 Metern die Schneefallgrenze phasenweise ist. Hier nochmal die Nachttemperaturen, teilweise im frostigen Bereich und tagsüber, das sind tagsüber Temperaturen, die hatten wir letztens nachts. Aber jetzt das Wärmste in Hessen sind gerade mal 12 Grad.
Du hast gerade das Wort mit Sch gesagt, Schnee. Habt ihr in der Sendung, glaube ich, heute auch die Maikäfer, ne? Ja, ich weiß nicht, ob die Schneepause machen, aber das werden wir dann gleich klären. Dankeschön, Thomas. Und das war's auch schon von uns dann hier im Main Tower am Montag. Morgen sehen wir uns natürlich wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss.